Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Quest, die wir ja so nicht bekommen hatten, beziehungsweise angezeigt bekommen hatten, haben wir noch erledigt. Und jetzt machen wir die zweite Quest davon. Was mich immer noch irritiert, ist das Zeichen im Hintergrund, weil es ja kein Hauptquestzeichen ist. Aber wie gesagt, ich habe euch das beim letzten Mal schon mal gezeigt. Jetzt muss ich mal eben gucken hier bei Errungenschaften. Wir brauchen auf jeden Fall hier diese Gruppenquest, die Zerbrochenen und die Verlorenen, damit wir diese Errungenschaft hier haben. Und laut Internet zumindest sind das hier wohl alles die Hauptquests in Karkstein. Entsprechend, ja, machen wir die jetzt erstmal durch. Die himmlische Magierin? In Teile zerbrochen? Das ist doch wirres Zeug. Ihr wart vorhin bei der Sternwarte, oder? Mir war, als hätte ich euch mit Hara sprechen sehen. Wollt ihr auch in die Taverne? Wenn ja, dann achtet auf die beiden verrückten Hochelfinnen. Keine Ahnung, ob sie gefährlich sind, aber man weiß ja nie. Wovon sprecht ihr? Zwei Hochelfinnen in der Taverne behaupten, noch dazu ziemlich lautstark, Aspekte der Magierin zu sein. Eben jener himmlischen, die von unserem Sternenhimmel gefallen ist. Ich habe mein Getränk genommen und kam hier raus. Meine Begleitung hatte nicht so viel Glück. Wollten Sie irgendetwas? Sie wollten, dass die Sterngucker ihnen helfen, die Teile wieder zusammenzusetzen oder irgend so einen Unsinn. Sie haben mir sogar angeboten, dass ich irgendein sonderbares Relikt berühren kann, um die Wahrheit zu erfahren. Aber lasst mich euch eins sagen. Das Berühren sonderbarer Relikte hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Vielen Dank für diese Informationen. Ich gehe der Sache nach. Wenn die Hochelfinnen sich euch nähern, dann denkt daran, dass ich euch gewarnt habe. Diese Frauen sind sonderbar geschickt darin, alles zu erkennen, was mit den Sternenguckern zu tun hat. Und ratet mal was. Wenn ihr mit Hara zusammenarbeitet, dann habt ihr mit uns zu tun. Könnt ihr mir mehr über diese Hochelfinnen erzählen? Sie haben sich über die letzten Tage hier in Belka zu einem echten Ärgernis entwickelt. Sie behaupten, sie müssten sofort mit Hara von den Sternenguckern sprechen. Natürlich war Hara nicht verfügbar. Deshalb kamen sie hierher, um zu warten. Habt ihr euch schon mit Tara getroffen? Nein, aber deshalb sind wir hier. Wir sollten uns für Hara vergewissern, dass sie ernsthafte Absichten mit den Sternenguckern hegen, bevor sie sich mit ihnen trifft. Aber ich konnte bloß feststellen, dass sie ernsthaft verrückt sind. Trotzdem möchte ich ihnen irgendwie glauben, versteht ihr? Haben Sie euch denn einen Grund gegeben, ihnen nicht zu glauben? Nun, zum einen zeigen sämtliche Darstellungen der Sternbilder den Magier als bärtigen alten Mann. Zum anderen sollten die Himmlischen nicht etwas, ihr wisst schon, imposanter aussehen? Man weiß ja nie. So, die Frage ist jetzt, die werden mir hier unten aber nicht angezeigt. Ja, wir verschwenden Zeit damit, uns bei diesem Lakaien zu wiederholen. Ich versuche zu verstehen, was ihr mir gerade gesagt hat. Es gibt noch andere Versionen von euch irgendwo in Karkstein? Wir sind, wie bereits mit ausnehmender Klarheit erläutert, nur Aspekte jenes Wesens, das ihr die himmlische Magierin nennt. Während wir hier stehen, versucht die Schlange, uns alle zu kontrollieren. In diesem Augenblick sammelt sie unsere Aspekte ein, um sie zu missbrauchen und zu einer falschen Magierin zusammenzusetzen, die voll und ganz unter ihrer Kontrolle steht. Ja, natürlich, wenn ihr unbedingt möchtet. Ich werde mit Hara reden, aber ich kann keine Versprechungen machen. Die Sternbilder sind vom Himmel verschwunden. Und wir haben noch andere Dinge, um die wir uns gerade kümmern müssen. Gute Götter, diese Hochelfinnen sind verrückt. Die Sterne erstrahlen vor ihm und bitten um seine Hilfe, und er ist zu sehr damit beschäftigt, den leeren Himmel zu betrachten, um es zu bemerken. Dann trinken wir jetzt, um uns in Geduld zu üben. Ihr da, sterbliche Dienerin, würdet ihr uns euer bestes, wie heißt es noch gleich, Ale bringen? Ale? Aber der Brauer tafelt doch im anderen Raum auf. Okay. Ah, ihr seid endlich hier. Lasst euch nicht verwirren. Wir haben eure Ankunft vorhergesehen. Die Ankunft derjenigen, die auf vielen Ebenen wandelte und Göttern trotzte. Oder sprechen wir da von Dingen, die sich erst noch zutragen werden? Zwischen den Sternen fließt die Zeit so viel wandelbarer dahin.
Ihr scheint zu wissen, wer ich bin. Aber ich glaube nicht, dass wir einander richtig vorgestellt wurden. Wir sind diejenige, die ihr die himmlische Magierin nennt. Oder zumindest zwei Aspekte eines größeren Ganzen. Die Schlange hat uns zerschlagen und uns geschwächt. Sie hat vor, uns zu kontrollieren. Stück um Stück. Aspekt um Aspekt. Wie konnte so etwas passieren? Haltet nur einen Augenblick still. Dann zeigen wir es euch. Erlebt den Betrug der Schlange mit. Ihr werdet nicht gewinnen, Malazar. Ich bin zu stark für euch. Ihr unterschätzt mich, Valla. Ich verfüge über mehr Tricks, als ihr euch je vorstellen könnt. Ich habe euch aus eurem Apex-Stein hervorgelockt und euch so verwundbar gemacht. Ich kenne eure Macht. Ich bin nicht töricht genug, euch auf einmal zu verschlingen. Aber einen Bissen nach dem anderen. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde euch aufhalten. Protestiert so viel ihr wollt, doch ich habe bereits gewonnen. Hallo? Wieso bin ich jetzt hier? Jetzt wisst ihr, was die Schlange uns angetan hat. Wie sie uns in mehrere Teile aufspaltete. Sie plant, unsere geschwächten Aspekte aufzuspüren und sie zu einem Wesen zu verschmelzen, das sie kontrollieren kann. Einem Wesen, das von ihrer Verderbnis vergiftet ist. Ihr müsst unsere Aspekte finden, bevor die Schlange es tut. Was soll ich tun? Nehmt dieses Relikt, den Kuckerblick. Er ist eine Art Kompass, der mit allen Aspekten der Magierin verbunden ist. Doch wie die Magierin ist auch dieses Relikt zerbrochen. Wenn ihr es repariert, wird es unsere anderen Aspekte erkennen und euch zu ihnen führen. Wie reparieren wir den Kuckerblick? Als wir vom Himmel fielen, gingen die drei Edelsteine verloren, die den Kuckerblick mit Energie versorgen. Ihr werdet diese Edelsteine besorgen müssen, um das Relikt nutzen zu können. Ich werde die Edelsteine finden und den Kuckerblick instand setzen. Vielen Dank. Wenn der Kuckerblick erst einmal instand gesetzt wurde, können wir unsere anderen Aspekte aufspüren, bevor die Schlange die Kontrolle über sie übernimmt. Trefft uns beim Weinkeller außerhalb von Belkart, sobald ihr mit der Reparatur des Kuckerblicks fertig seid. Dort werden wir auf euch warten. Ja, aber eine Frage muss ich wirklich mal loswerden. Müsst ihr bei der Schlange auch ständig an die Schlange von, wie hieß er nochmal? Ach, der Kleine, der immer durch die fremden Planeten gereist ist. Ich komme gerade nicht drauf. Der kleine Prinz, genau. Müsst ihr da auch immer an den kleinen Prinzen denken? Ich muss irgendwie immer daran denken. Ich könnte jetzt theoretisch hier hochreiten. Die Frage ist... Naja, müsste eigentlich klappen. Wir versuchen es einfach mal. So. Ich denke mal, da muss ich jetzt gleich wieder nach rechts, oder? Ich wollte gerade noch sagen, zeig mir die andere Karte, aber das ist trotzdem ein bisschen blöd. Weil ich so auch nicht allzu viel sehe. Ja, das ist nämlich genau die falsche Seite, die ich jetzt genommen habe. Ich wollte nämlich hier am Wasser entlang. Da hinten ist noch ein Wegschrein, genau. Ich wollte gerade sagen, zum einen natürlich wegen unserem Ziel und zum anderen auch, damit ich den Wegschrein freischalten kann. So. Da gehe ich mal lieber. So. Das ist auf der anderen Seite ja toll. Hätte man mir das nicht vorher sagen können. Ja, es ist quasi den Wasserfall hoch.
Aber theoretischerweise müssten wir, war ja wieder klar, müssten wir auf der anderen Seite den Wasserfall hoch. Zumindest sah das jetzt so ein bisschen so aus, als ob man da nur von der rechten Seite rankommt. Das wäre jetzt hier natürlich genau durch, ne? Das ist die Daily. Das wollen wir jetzt heute nicht machen. Bis ich hier einmal mein Ziel erreicht habe, ne? Ne, jetzt ist es... Jetzt ist es doch wieder tiefer? Nehme ich jetzt hier veräppeln? Ist das hier am Wasser? Ach, bei den Krokodilen. Och, nee. Echt jetzt? Ich bin hier zweimal dran vorbeigeritten und hab's nicht mitbekommen. Ach, sowas kann natürlich wieder nur mir passieren. Das war so klar. Okay, einen haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, dass wir dann hier an der Zaubernarbe hier vorbei und dann vielleicht hier so im Kreis reiten. Bin mir nicht sicher, was davon jetzt das Beste ist, in welche Richtung. Ich weiß nur, dass hier gleich wahrscheinlich wieder ganz viele Gegner sein werden. Deswegen sollte ich mich ein bisschen beeilen. So, Moment, da ist was. Irgendwo in die Richtung. Ist das immer am Wasser? Ups, das wäre hilfreich zu wissen. Kommt und holt uns doch! Nämlich soll keiner holen. Das ist höher. Es muss hier irgendwo. Ach, da drin. Okay. Oh, mit ein bisschen Glück kann ich das vielleicht so nehmen. Hallo, wo kamen die denn jetzt bitte her? Ich habe hier mit niemandem Stress angefangen. Achso, das ist eine Daily, okay. Wenn ich jetzt mal endlich reiten könnte, könnte ich auch zum nächsten Punkt gehen. Hallo. Oh, Bastian, mit wem kämpfst du denn jetzt? Ganz ehrlich, hau ab, los. Kann ich jetzt endlich mal reiten? Dankeschön. So. Da müssen wir jetzt geradeaus. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht die ganze Meute hinter uns herziehen. Und nicht runterfallen. Jetzt habe ich gerade gedacht, das wäre das hier. Na toll. Auf jeden Fall tiefer. Kann ich hier runter? Hallo. Warum kann man die normalen Steine hier mal wieder nicht hoch? Ah, da ist es. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. So, wir müssen nach da. Trefft euch mit der Magierin. Achso, das ist der Weinkeller. Okay. Schöne Weinreben hier überall. Die Frage ist jetzt nur... Ah, da. Die Geschuckte wird stärker. Ein weiterer Teil von uns ging verloren. Die Schlange frisst und wird niemals satt. Ihr Hunger ist grenzenlos. Unsere Zeit wird knapp. Aber die Sterbliche ist mit dem Kuckerblick zurückgekehrt. Dann sprecht mit unserem Helfer. Wenn die Schlange weiter frisst, wird sich ihr keine Macht der Welt mehr entgegenstellen können. Welchen Helfer? Ihr habt die Edelsteine in den Kuckerblick eingesetzt. Gut. Doch uns geht die Zeit aus. Die Geschuckte hat einen weiteren unserer Aspekte gefunden. Wir spürten, wie sie umgedreht wurde. Sie erschafft eine verderbte Version von uns. Und dadurch wird diese Verlorene immer stärker. Was soll ich sonst noch für euch tun? Wir können den Kuckerblick nicht verwenden, um die anderen Aspekte zu finden. Nicht bis alle Edelsteine wieder mit Magika aufgeladen wurden. Bis das erreicht ist, bleibt das Relikt nutzlos. Na toll.
Wie lade ich die Edelsteine wieder auf? Ohne die Magierin, die ihre Gezeiten kontrolliert, sickert die Magika durch Spalten überall in Karkstein hervor. Schaut euch nach Orten um, wo die Magika derart dicht ist, dass ihr sie sehen könnt, und ladet dort die Edelsteine auf. Trefft uns in der Sternwarte der Sterngucker, sobald ihr fertig seid. Hara hat endlich zugestimmt, euch zu sehen, und bald werden wir sie treffen. Vertändelt keine Zeit. Der Feind wird immer stärker und die Zeit ist gegen uns. Was heißt denn vertändelt keine Zeit? Okay, ach du Scheiße. Bei einem Gruppen... Ach so, bei vier Gruppen... Nee, bei fünf Gruppenbossen. Holla, die Waldfee. Gut, ich hoffe, dass das jetzt gerade nicht aktiv ist, weil... Und ich hoffe inständig, dass das diese Gargoyle-Bosse sind. Also wo so viele Gargoyles von rechts und links gelaufen kommen. Naja, oder die sind auch okay. Es darf halt nur nicht aktiviert sein. Sonst habe ich ein Problem. Ich muss das Amulett aufladen, aber wie, wo... Ist hier irgendwie am Rand oder was? Er steht eigentlich mitten am Boss. Moment hier. Besiegt die Wächter, um die Edelsteine aufzuladen. Ihr habt aber sonst keine Probleme, weil das sind Weltbosse. Wie soll ich denn alleine mit diesem Char hier, mit meinem anderen, kein Thema. Aber wie soll ich denn alleine mit diesem Char bitte diese Weltbosse hier kaputt machen? Geht's noch? Ich glaube, Takt. Ich meine, wir können es mal probieren, aber... Boah. Ich werde schneller sterben, als ich gucken kann. Das weiß ich jetzt schon. Oh mein Gott. Ja, wir aktivieren den dann mal. Oder muss ich nur die Kristalle zerstören? Kriegt die Kristalle noch nicht mal zerstört, weil ich vorher kaputt gehe. Hilfe. Aber ich gebe ja nicht auf. Ja, wenn natürlich jetzt ständig mehr kommen, dann ist das nicht so einfach. Kann den auch nicht tappen, ne? Doch. Sorry, dass ich gerade nichts sage, aber... Oh Gott. Ich muss jetzt einfach so tun, als ob ich einen Wunder bilde. Oh. Alter, ernsthaft? Oh, nicht noch eine Runde. Ich hab die Schnauze voll.
Ich meine, ich hoffe ja immer noch, wenn ich den einen nicht... Okay, er ist leider kaputt gegangen. Komm schon. Mach. Ja, mach weiter. Basti, du schaffst das. Oh mein Gott. Der Geschuppten verlangt es nach Magie. Aber ihr habt sie davon abgehalten, sie zu bekommen. Fürs Erste. Was ist hier los? Die Schlange benutzt diese Kristalle, um der Magierin ihre Magie für ihre eigenen Zwecke zu entziehen und um den Griff um ihre Aspekte noch fester zu schließen. Haben wir die Schlange aufgehalten? Für den Augenblick schon. Doch ich hege keinen Zweifel daran, dass die Schlange weiter versuchen wird, die Kontrolle über die Magika der Magierin zu erlangen, so wie sie auch weiter versuchen wird, die Kontrolle über ihre Aspekte zu erlangen. Wer seid ihr? Als die Schlange die Magierin zerschlug, wurden unglaubliche Mengen an Magika freigesetzt. Ich bin das Echo dieser Zerschlagung. Ich bin euch jetzt erschienen, weil die Macht sich an diesem Ort konzentriert. Aber bald werde ich vergehen. Oh mein Gott! Wir haben mit einem nicht ganz so guten Char hier gerade einen Weltboss alleine erledigt. Ich bin wirklich begeistert. Ich befürchte allerdings, dass wir das nicht unbedingt noch ein zweites Mal hinkriegen werden. Ich schaue mal eben nach unseren CPs, ob wir hier noch irgendwas verbessern können. Ja, nicht so wirklich. Leben haben wir alles auf Maximum. Da waren wir, glaube ich, dran. Ne? Genau, das können wir noch hoch machen. Dann... Das war auf halb. Da habe ich mich einmal vertan. Ja, eigentlich müssen wir das dann machen. Die sind jetzt eigentlich eher unwichtig, aber da können wir auch noch mal kurz gucken. Reittempo vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Wow. Okay, dann müssen wir... Das wollte ich nicht. Dann müssen wir jetzt zum nächsten rüberreiten. Ich würde sagen, ich gehe... Nach oben, nach unten sollte eigentlich egal sein. Ich gehe mal zu den hier oben. Der ist, glaube ich, nicht ganz so weit weg. Oh, und ich hatte echt gedacht, das sind diese tollen Gargoyles, wo man dann vielleicht reinlaufen kann und eigentlich nichts machen muss. Das großartig. Wird das wird auf gar keinen Fall gehen. Ich krieg die Krise. Aber was macht man nicht alles, ne? Wir wollen ja hier auch weitermachen. So, Basti, bist du da? Okay, dann mal los. Also entschuldigt, wenn ich nicht so viel rede, aber das ist Höchstkonzentration jetzt hier gerade. Oh, warum kommen jetzt die Nächsten? Wir haben die extra nicht getötet. Mann. Was war das? Nein. Basti, den musst du nehmen.
geht wieder los. Nein! Sag mir nicht, der hat den Basti getötet. Nee, er ist noch da. So ist brav, Basti. So ist gut. Haben wir, das heißt, es kommt gleich wieder ein neuer Ansturm. Ich wage es ja gar nicht zu fragen, aber kommt vielleicht doch kein Ansturm mehr. 16, weil das war ebenso das, wo dann nichts mehr kam bei mir. Na komm, jetzt stirb endlich. Uah. Heftig, muss ich schon sagen. Nein. Oh. Lass mich doch mit der Aura in Ruhe. Ich will mit der reden. Schnell, bevor hier irgendwas passiert, bevor die weg ist. Mann. Der Geschuppten verlangt es nach Magie. Aber ihr habt sie davon abgehalten, sie zu bekommen. Fürs Erste. Na gut, da sagen sie wohl jedes Mal das Gleiche. Dann könnten wir theoretisch auch eins höher. Das wäre dann in die Richtung. Da ist dann auch direkt noch ein Wegschrein. Deswegen trifft sich das eigentlich ganz gut. Oh. Muss aber nicht unbedingt in die Gruppe hier rein. Moment, hier war doch gerade noch ein Wegschrein, oder nicht? Wir sehen jetzt gerade nicht. Also wird ein bisschen länger heute mit der Folge. Ich merke das schon. Lass die kommen. Genau, Basti, nimm den Großen. Sehr schön. Jetzt kommt direkt die nächste Welle. Alter. Die hauen hier rein. Das ist Wahnsinn. Komm, Basti, das schaffen wir. Oh, da ist er schon. Abbauen, Basti. Ich muss deine Lebensleiste sehen. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, nimm den großen Basti. Der kleine ist nicht so schlimm. Nimm den großen.
Nein, ich wollte doch wissen, ob ich das alleine hinkriege. Aber gut. Eigentlich würde ich mal sagen, ich kriege das alleine hin. Aber gut, so geht es natürlich ein bisschen schneller. Ist, glaube ich, ein Stamina-Templer, wenn ich das richtig sehe. Lass die schön dranbleiben. So, sehr schön. Die kommt schon gar nicht erst mehr. Und schon wieder eine Quest. Sehr cool. Eine Spur bekommen. Ja, dann können wir jetzt... Trefft die Aspekte der Magierin in der Sternwarte der Sterngucker. Das ist eine Hauptstadt. Da werde ich jetzt mal eben hinreiten. Puh, und da sehen wir uns direkt wieder. So, wir sind in der Hauptstadt, aber die haben gesagt, in der Sternenwarte und nicht in der Taverne, fällt mir gerade so auf. Also müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Puh, ist schon, also war schon ein echter Kampf, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so extremst schwer, aber es war schon ein echter Kampf, wenn ich das mal so vergleiche mit meiner eigentlichen Main, also mit der Zauberin. Das ist schon... Aber ich glaube, ich hatte ungefähr die gleichen CP mit ihr, als ich hier gewesen bin. Hara! Doch woher wusste ich, dass ihr es wart, der den Aspekten geholfen hat? Sie haben mich davon überzeugt, das zu sein, was sie behaupten. Die Zeit ist reif, das wieder heil zu machen, was zerschlagen wurde und verloren ging. Dann werdet ihr ihnen also helfen? Ich werde tun, was ich kann. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Schlange sowohl die Magierin als auch den Krieger kontrolliert. Wir brauchen die Wächter. Und zwar alle drei, wenn wir darauf hoffen wollen, die Schlange zu besiegen. Das haben wir eigentlich schon, aber egal. Also, was machen wir hier? Der Guckerblick, den man euch gegeben hat, ist er ganz wiederhergestellt? Ich habe die fehlenden Edelsteine gesammelt und sie mit Magika geladen. Dann bringt ihn in der Sternenkarte an und lasst uns schauen, was er uns offenbart. Ein seltsames Relikt, dieser Guckerblick. Er ist eine Art Kompass, sagt ihr? Nun bringt ihn an der Sternenkarte an und lasst uns sehen, was dann geschieht. Es klappt. Seht nur, wie unsere anderen Aspekte erscheinen. Dank diesem Relikt können wir die restlichen Aspekte vor der Geschuppten finden. Was ist mit diesem seltsamen Aspekt dort drüben? Er ist anders als die anderen. Das ist die Verlorene. Dieser Teil von uns wurde verdorben und steht unter der Kontrolle der Geschuppten. Wir sollten uns fürs Erste nicht weiter mit ihr befassen. Die anderen Aspekte haben oberste Priorität. Da, die anderen Aspekte, unsere anderen Ichs, sind sichtbar geworden. Wir müssen sie erreichen, bevor die Schlange sie findet. Erst wenn wir wieder heil sind, haben wir die nötige Macht, um uns der Verlorenen zu stellen und den Willen der Schlange zu brechen. Wie habt ihr vor, die Verlorene aufzuhalten? Die Verlorene ist sehr mächtig. Wir werden sowohl Stärke als auch Schleue brauchen, um Erfolg zu haben. Im Augenblick ist es nur wichtig, unsere anderen Aspekte zu finden und die Verlorene davon abzuhalten, noch stärker zu werden. Sagt mir, wohin ich gehen soll und ich werde sie finden. Dem Guckerblick zufolge versteckt sich einer hinter dem, was euer Volk als einen Dwemer-Apparat bezeichnet. Der andere hat sich in ein tödlicheres Umfeld zurückgezogen. Unter gefräßige Werwölfe. Ich fürchte um seine Sicherheit. Habt ihr einen Rat, wo ich anfangen könnte? Euer Urteilsvermögen hat uns bislang gute Dienste geleistet. Wir vertrauen euch unser Leben an. Ich glaube, die Geschuppte hat bis jetzt noch keinen der beiden Aspekte ausfindig gemacht. Aber vergeudet keine Zeit. Findet sie und erzählt ihnen von uns, ehe sich die Lage ändert. Ja, ich bin ganz ehrlich, das hört sich ein wenig danach an, als ob das Ganze noch was länger dauern könnte. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.